Ganz gefallen noch. Hallo. Wunderschönen guten Tag an diesem Donnerstag. Jedes Mal drücke ich den falschen Knopf, obwohl ich es umgelegt habe. Hallo! Ich habe mein Cam stimmt so weit, ich habe das umgestellt. Das Bild ist noch nicht so geil, wie es haben. Aber ist egal, es geht heute. Bis heute geht es nochmal so. Guti, ich war hier. Da klemmt was am Ohr. Ich habe einiges ein paar Sachen umgestellt. Wie sollte heute laufen? Bis dieses Mal. Geh ich mal raus. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen gleich mal an. Zumindest gehe ich gleich mal rein. In die Suppe. Ich muss hier mal der Musik schon mal löschen. Löscht. Jetzt das Game. Das Spiel da. Suppe im Kopf. Ja, Suppe im Kopf habe ich auf jeden Fall immer. Da muss ich nicht lange diskutieren. So. Spiel. Ah, hier ist sowas. Sehr schön. Ich habe auch Suppe im Kopf. Also ich kann auch Suppe im Topf haben. So, was hat es spannend? Ich, wie gesagt, letztes Mal hat es bei meinem Test funktioniert, von daher sollte heute keine Probleme mehr geben. Außer ich bin schlecht. So. Leg gleich mal los. Wo ist denn die Propaganda an? Howdy, howdy, Night City. Willkommen zurück. Mein Gast heute Abend ist Lieutenant Sarah Krakowski, Sprecherin des NCPD. Sarah, willkommen in der Show. Guten Abend, Ziggy. Freut mich, hier zu sein. Haben Sie es denn ohne Zwischenfälle hierher geschafft? Keine Autoentführung oder Drive-By-Shootings auf dem Weg? Nein, nein. Zum Glück werden die Straßen von Night City jeden Tag um einiges sicherer, wissen Sie? Die Statistik spricht für sich selbst. Seit dem letzten Jahr sind die Morde von 7103 runter auf... Moment, Moment. Die Straßen sind sicher, wie Sie behaupten. Aber was ist mit den Highways? Wie bitte? Sie haben sicher von der Schießerei an der Ausfahrt von Route 1 gehört. Erst nach über einer halben Stunde erschien eine Eingreiftruppe. Gut, so, sind wir hier. Sieht sehr gut aus. Wir haben letztes Mal aufgehört, als wir den Auftrag bekommen haben. Jetzt müssen wir mal ins Cinema. Cinema langsam. Drüben. Ich gehe aus dem Weg. Die Musik ja. Ach da. Ui, hi. Da kann man stecken. Ah, keine Zugehörigkeit. Ist sauber. Das ist sehr gut. Okay. Frames, hallo. Ja. Ich sehe es ja, die Frames droppen gerade ein bisschen. Wir gehen mal noch ein paar Minuten. Ein bisschen mehr. Kannst du mal überlegen. Jetzt geht's wieder. Irgendwie mag anscheinend nicht, wenn ich schnell renne. Gehst du ein? Gut. Okay. Warum ist das im Stream schlimmer als beim... Egal. Gut. Test nicht bestanden. Hervorragend. Wir kosten mal kurz was gucken. Wir kosten mal was prüfen. Ich komme das hier mal runter. Auf 55, 35. Mal gucken, ob das hier besser wird. Muy fair,
Jack sagt immer, saut dem an dem. So, einmal beobachten bitte, ob besser wird. Welche Nachrenderer abschalten? Ey, was machst du da? Au, lass das. Beim Bike irgendwo? Okay. Und da ist es. Wie gesagt, ein paar Sachen müssen wir auch live ausprobieren. Sonst funktioniert es ohne live geht's nicht. Straße gucken. Hui. Da oben los. Geht mir nichts an. Was ist das denn? Komischer Bug. Ganz, ganz komischer Bug. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Ich red mit ihnen? Na gut. Wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Gut, danke für die Info. Ist ja gut, hier schon. Das ist. Okay, das ist schlecht. Überfällig. Tja, da ist Fußwerk gesprengt. Nicht nett. Danke sehr. Knarre. Ja, aber die. Die rüstigen, ekligen Geschütze. Komm schon, komm schon. Ich
Keller. Na. Stehen. Okay. Ja, wir sind damit. Loot. Der Armband. Okay, das nehme ich mit. Da ist einer, ja. Du wirst bluten wie ein Schwein. Zuerst. Dann waren wir einmal kurz blinden. Da siehst du nichts mehr. Gut. Das war sehr unauffällig. Okay, bin drin. Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Gibt zum Glück genug Booster dabei. Kamera im Korridor. Vermeide sie. Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. So, was ist E9, E9, C? Was können wir nehmen? E? Da. In B. Aber in falsche Richtung. Nehmen wir neu, E9 und E9. Was? Oh, Lager. Kamera nehmen. Deaktivieren. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Der extra ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Cool. Gegenspionage. Nett. Der Typ? Gerade da, oder? Ah. Den mal raus. Einen wie den hier holen. Muss den Typen umprogrammieren. Ein neuer
soll heißen, die Neuen wissen, was ich mache, bevor ich es mache? Und den hier kann ich jetzt einfach verkloppen? Ja, genau. Aber was probieren wir mal aus? Ein Save Point? Wenn ich es hinkriege. Okay. Bin, ob ich den... beeinflussen kann. System. Richten. Okay. Ins Terminal. Weißt du, dass es geht? Ich wollte nur die Konsole finden. Wo ist sie denn? Ein Slot übrig. Ein übrig, ich muss den richtigen finden. Gens. Okay. Das hier. Okay. Oh, jetzt nicht. So. Wo ist denn das? Das war ein schlechter Laden. Ich will wissen, was Terminal ist. Soundsystem. Sicher Speicher 1, okay. Ah, da ist es. Da ist er, okay. Was ist er? Hä? Doof?
durch, wo der kotzlos ist. Oh, das machen wir. Okay, ist aus. Nicht da. So. Fehlt mir noch was. Nicht noch was. Geh doch mal hier rein. Preacher Quick Hack, genau. Und Quick Hack. Kamera runter, ja, dort Quick Hacks hier, komm mal rein, ein paar übrig. Ja. War nicht mehr. Na egal. Kabank. Oben. Irgendwie fehlen mir Informationen. Na, ist egal. Gut, du musst eben ohne auskommen. Ist eben hässlich. Ja, viel Spaß dabei. Na, bist du weg? Bring dich mehr an. Autsch. Das war schnell. Ah, irgendwie fehlt mir da ein paar Informationen.
gut. Ah, was falsch ist, egal. Die Fortschritte schalte ich ja. Neuung, nein. Aktivierung. Passiv. Das brauche ich nicht. Na gut. Ist es halt so, es ist. Da, 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 da. Du denn? Darauf habe ich gewartet. So, fress drauf hacken. Bleh. Damit. Abgleiten. Upsi. Was spielen? Oder bitte. Komm raus, dann gebe ich dir den Bleirabatt. Oh, ist der Fischer. Nein. Übung, ja. Nee. Irgendwas mit Zoomi Zoom? Ne? Gut, dann nicht. Können wir schön sein lassen. Nur gefallen. Hahaha. Autsch. Na komm, hallo. Hallo, danke.
Schöne Tür zu. Ich auf? Nein. Eben oben rum. Ach, leer. Dann nehmen wir mal was Einfaches mit großen Rabatt. Haben wir was Besseres? Nö. Ach, hab ich noch ein Dingens? Ja. Der macht, glaube ich, weniger Schaden. Ja, 30% Schaden, weniger Schaden. Brauche ich nicht. Das macht hässliche Flecken. Kinder, macht das nicht nach. Ein Profi. Was ist Anna? Das wir aufräumen hier, so viele Leute hier. Platzangst. Umrutschen. Die Schlampe. Du machst kurz mit den Augen gleich zu. Einfach den Hammer an. Was sind wir denn hier? Nochmal. Du hast Geld, Leute. Was? Hast du das jetzt eine Beleidigung? Nein, das ist nicht gut. Ah, schlägt mich nicht. Wow, kommt zu dir. Ich glaube, das geht auf die Wand. So. Gott, bist du hässlich. Die Schlampe wird bluten. Scheiße, scheiße. Ich muss nachladen. Die Sau frisst. Liegen bleiben. Na? Noch einer? Noch ein paar Kugeln. Thank you.
Erwischt. Wow. Hallo? Die Schlampe wird bluten. Ein paar vor mir. So. Moin. Keine Zeit für Verhandlungen. Wow. Au. Hm. Ist ein bisschen drunter drüber. Schwieriger. Gut, wo ist es anders? Den machen wir blind. Bin ich da? Das hier mal raus, das hier rein. Die war gut. Die haut rein. Das da drauf. Ist zwar gerade weniger Schaden, aber solange ich unentdeckt bin. Rüber. Was essen? Dann. Ja, Nachrenner komplett runter. Am Sack. Ja, mal auf 20. So. Uff, eine ganze Menge. Ich muss da rüber? Bin ich da? Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ja, klappt. Ist zwar knapp. Leicht daneben. Ah, das kriegen wir hin.
Quatsch aus. Ja, ja, alles okay. Und was Quatsch sagt, ist mir egal. Die packt den Arschkart im Kino. Ist ja da. Wo anders gerade? KI-Intelligenz, yay. So, dann machen wir jetzt mal Licht aus. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. So, Licht aus. Wie komme ich jetzt hier hin? Du nimmst mal Gesicht weg. So. Ah, hier komme ich rein. Sehr schön. Und reinklicken. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn sie unsere Eis durchbrechen, holen sie sich Agwe und das ganze Netz, wie damals bei Bartmos. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Was sieht? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Nun sieht dich niemand. Ah, verdammt. Ausnehmen. Ja. Da, kommst du dran? Da. Und die volle Breitseite. Trotz wie Sau. Flankiert die Schlampe! Trag die Fotze! Du bleibst gut. Huh?
Moment. So. Jetzt ist es. Runtergefallen, plonk. Nehmen wir raus. Dort bist du wertlos. Blockiert die Schlampe. Ah ja, komm dazu. Autsch. Hier pick ich ein nagelneues Arschloch. Das funktionieren soll. Was? Das jetzt weggelasert. Sein. Wieder kommt. Ja. Ich war sein. Die Scheibe. Cinema da. Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort.
So schlimm, ha? Sie muss eine Schwachstelle haben. Problem vom Hals. Meine Crew sucht schon alles ab. So, Hilda. Angenehm. Moment. Das wird hässlich. Ich hab gar keinen Bock. Das Ding am Rücken ist das Problem. Geht doch nach! Wow! Hi! Au, au! Was sieht? Was ist los? Nicht schweifel, ich hab ihn. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Sau. Oh yeah! Richtig. Jetzt, was wir tun. Na. Ja, ich hab Zeit.
Hero Landing auch nicht für helfen. Bisschen. Da los! Da los! Uah. Au. Also, guten Frist, ey. Autsch. Ah, ja. Ich glaube, sie hat genug. Ah, Tür auf. Danke sehr. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten. Klar. Du musst zuerst... Was sieht? Hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden. Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Nightwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Du willst mich rauskaufen? Nein. Sieh's einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoos aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre? Und klammern sich weiter an ihre Stammesmentalität. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Okay, das macht sie nicht gerade sympathischer. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und T-Neptune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Ihr habt Brigitte? Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Okay, schau mal nach. Na gut. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Black Wall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten?
Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Wirklich. Brigitte und der andere, Neptune, wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin? Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Das ist der Job. Es geht um Rezo Agwe, oder? Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was? Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo-Boys die Blackwall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die Uhr tickt. No. Ich bleib lieber bei meinem Plan. Kannst du grillen? Verspannt. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Ach, too much information. Was ist passiert? Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Warum ist mein Hirn da nicht warmer Brei? Weiß nicht. Vielleicht sind dir endlich Eier gewachsen. Niedlich. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Scheint ihr Plan gewesen zu sein. Dank dir war er erfolgreich. Weil die Voodoos dich zu einer verfickten Kamikaze-Drohne gemacht haben. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Freaks an? Placid hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Und? Hätte ich die Wahrheit sagen sollen? Nein, wir reden jetzt mit Brigitte. Du hast dir ja den Arsch gerettet. War trotzdem auch gern mit Placid reden. So billig kommt er nicht davon. Ab ins Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Ja, das war spaßig. Nachrichten, irgendwas kann ich nicht lesen. Lesen. Überleg. Okay. Anderes nicht lesen. Ja, das kommt das hier mit. Und das auch noch. Komm schon, gib mir einen Namen. So. Los, verkaufen. Und eine Sauerei hier.
Wo ist die hier jetzt gerade? Oh fuck, sie lebt. Erwascht? Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kann dich zu ihm bringen. Geh voran. Radke. Zeit für eine Erklärung. Ja, du Arsch. Du bist zurück. Wie ist das möglich? Ist das der andere Typ, der in der Gym war? Hat's wohl nicht geschafft. Du hast mich reingelegt! Busosa! Affe! Den lassen wir nicht. Bitte nur! Man, UTV! Ja, aber auch ihre Scans. Sie ist kein normaler Ranyo. Voye Pep Nuana Bar. Hier sind wir nicht sicher. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip. Hab ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Marsch. Das ist der Zustand. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Vielleicht hättet ihr nicht versuchen sollen, mich umzubringen. Ich hätte den Chip nie dieser Gefahr ausgesetzt. Wenn er in gutem Zustand ist, zahlen wir einen fairen Preis. Und einen Bonus für die emotionale Belastung. Wie nett. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Na, Vorsicht. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du's verbockst? Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Na dann, nach dir. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Okay, wenn du sagst. Beweg dich mal, wenn Tag Zeit. Hier lang. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yonbet de Bas. Trottel? Wo gehen wir hin? Das siehst du bald.
ganz tief reingegraben. Noch Schmerzen? Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Gut, hätte unsere Arbeit erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg. Moment. Du kannst ein paar vergeben. Das immer hier, einmal da drauf. Nehmen wir noch Reflex noch rein. Die Gens noch. Keine mehr da. Cool. Mhm. Machen wir später. Zusammen. Vire courant. Gut reingegraben, ja. Tout le bagage paré. Nous allons commencer. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Synth-Tech-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Mhm. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny. Also gut, wie? Du solltest das ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sage ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction hier. Connecte. Connection ist ab. Oh, komm schon, nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzuprotzeln. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel. Wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Was genau ist die Blackwall? Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken,
wäre sie ein Verräter für sie. Dann Georg, eiskalt baden. Ich hätte die Hose ausziehen sollen. Leon avait Junkie. Okay. Was jetzt? Johnny? Il paraît. Paris plongé. Jetzt kommt ein ganz, ganz geiler Treff. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Es ist alles so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu alt. Nur alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Und zurück. Was ist hier los? Trip in die Vergangenheit. Herzinfarkt. Du bist nicht die Band. Das ist keine Solo-Show. Ich bin die Band. Sag der Richtige. Du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Nichts am Konzert oder ein Carry? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Ah, mit gleich vom Umschalten. Geht gleich weiter. Es könnte schwierig werden. Ja? Okay, dann schau ich mal um. Das könnte jetzt knifflig werden. Na?
Okay, geht schon wieder. Oder? Warte, ich fertig. Jo, das war knifflig. Okay. Jungs, pass auf. Sind wir fertig? Gut. Du meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbst verliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Verstehe. Denkst also, du hättest mich durchschaut, wie? Du weißt genau, was ich meine. Sieh dich an. Sogar dir selbst machst du was vor. Ist wahrscheinlich das, was du am besten kannst. Vortäuschen. Nett. Du hast Angst. Du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar. Johnny S. Missverstanden von ganz Night City. Das ist es. Da liegt das Problem. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln, nicht meins analysieren. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Wirklich. Weißt du, ich dachte... Kein Wort mehr, okay? Einfach Fresse halten. Zur Abwechslung. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du weißt einen Scheiß über mich. Das ist alles, was uns verbindet. Sonst nichts. Okay, wirklich. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt. Was hast du gesagt? Für wen auch immer. Wir spielen morgen wieder. Aha. Du könntest... Lass uns abhauen. Bist du ein Schlückchen? Wir trinken Silberrocker. Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Ah, schlechte Idee. Johnny Boy. Nein! Der überfällt mich jetzt. Autsch. Nein! Angepiekst im Bauch. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Lass mich einfach in Ruhe. Johnny!
los! Er überfällt mich jetzt. Oh, die Katze. Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Oh, das da geht ab, Neo. Hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Mann, habe ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Du bist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Ach, wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Stechen Sie. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten Sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht, war zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geht dich ein Scheiß an! Unentschlossen, was? Ja, soll zwischen euch ganz schöne Spannungen gegeben haben. Ehrlich, mich interessieren euer Liebeskram und eure Sexkapaden null. Ich will wissen, warum Arasaka sie gekrallt hat. Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Kopf.
Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saga hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Erstmal den Abend einweihen. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saga haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saga Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower. Um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Entspann dich. Silverhass! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr. Tja, falsch gehört. Perfekt. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Dann hier war das Warten. Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Nett. Was ist das denn? Leuchtende Unterwäsche? Das ein Problem? Jo, du bist bewegt. Johnny. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Moin. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Braucht deine Hilfe. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Wo drei? Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme
Überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob? Rockstar hier hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Klar, lass mich noch austrinken. Du willst spielen? Mit mir? Na, hast ja echt einen großen Fenster. Blockiert. Die Türen sind hier runter. Sehr gut. Weiter so. Ja, mal abhauen, bitte. Na, du. Meine Bau. Ist deine Optik im Arsch? Ziel, verdammt nochmal. Ja. Testen ihn wahrscheinlich mal vor. Oh, hi. Was zur Hölle sollte das sein? Ich muss zugeben. Ich muss das nur bitten. Ich brauche Deckung. Ganz gut. Ist ja doch zu. Los, wir hauen ab. Sein. Rein. Genau so. Bereit oder nicht, jetzt komm ich. Dauert das noch länger? Haben Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein, darauf wette ich. Ah, beginnt das Komitee. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Bord. Noch jemand? Nein.
hauen wir von hier ab. Wir sind direkt hinter dir. Wir haben jemanden am Arsch. Arasaka, Evi! Dürfen wir uns nicht erwischen! Bin dabei. Verfickte Scheiße! Auch weg. Gar nicht so übel. Ja, das ist noch ein Auto. Jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Aber das? Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Wir haben nicht viel Zeit. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Oh, am Ende der Woche bereit sein. Das liegt um leicht in Kiel. Du bist am Arsch. Ich bin fertig. Oh. Und noch einer weg. Was jetzt? So lang. Moment, ich kümmere mich drum. Gebt mir Deckung. Beenden wir das. Ich sehe dich. Komm auf uns zu. Mach uns wieder rein. Halt, halt! Lass dir auch noch was. Nur das ein. In 5 Sekunden Joink. Sind wir drin. Bereit? Auf das Ding. Gib dir Deckung!
Schneeflügel. Wir werden jetzt erst Feuer unter Beschuss! Ja, keine Ahnung, wie er noch den Kopf treffe, aber ich treffe ihn. Aus. Und rein. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Niedlich. Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. Sind wir für dich. Perfekt. Er hat mich angegriffen! Tut mir nicht mal leid. Hat das umgefallen? Wie ist er denn? Ich schaffe den da. Alles gut! Richtig gut! Ja! Wir haben zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Sauerei. Alt. Ist sie? Alt. Komm schon, tu das nicht! Fuck! Ist weg. Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Da war der Sprengstoff. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber kein Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Nettnimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt?
dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse, weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Hm. Und Rogue ist mit ihr mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Mädel. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Okay. Was für ein Bild? Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alt's Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Recht? Emotion gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Schräg. Jenseits der Blackpool. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Das ist eigentlich nicht cool. Aber also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KI. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Ach, Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Na dann, war frei. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Ungefähr so. Alt?
Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? Gegrillt. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Was hast du mit Brigitte gemacht? Lebt sie noch? Ja. Aber sie wird gerade nicht gebraucht. Was willst du? Mein Leben zu retten. Was kostet mich das? Netwatch-Propaganda ist effektiv. Siehst du mich als Dämon, an dem du deine Seele verkaufen musst? Hör zu. Ich will nur überleben. Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen. Mein Programm hat wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Die maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Wie komisch. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein. Deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Klingt so einfach. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht. Und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Localnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Was mit der kalten Dusche? Du hast also überlebt. Ach, überrascht? Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich Alt erzählen?
Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Die anderen Ragnons kamen dazu nie. Aber ich werd's auskosten. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen. Aber nicht hier. Ich wollte eh gerade gehen. Ah, macht keinen Sinn, jetzt hier Streit anzubrechen. So, Licht. Dann geht's alle. Das nehme ich mit. Verdient. Arschgeige. Jo. Mit. Wenn wir jetzt genug Kohle haben für den anderen Auftrag. Noch reinschauen. Ah, was geht passiert? Hm? Haben Sie die Fresse? Bist sicher ziemlich enttäuscht, ha? Huh? Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Oder warst du für die Info nicht wichtig genug? So wie beim Biochip. Du willst mich provozieren? Willst du das für schlau? Bingo. Gelingt es mir? Endego. Ah, Licht. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Diese Drecksfotzen. Geilst du dich etwa immer so an Arasaka-Dokus auf? Wow, sehr lustig. Sieh dich doch um, was die aus dem Flecken hier gemacht haben. Verrätst du mir jetzt etwa deinen Masterplan zur Vernichtung von Arasaka? Nein, ich verrate dir, dass ich Söldner verachte, die sich für den heißen Scheiß halten, weil sie einmal im Afterlife waren. Du glaubst, du hast Arasaka überlistet. Aber du bist nur ein Insekt, das sie sich vom Schuh gekratzt und auf einer Müllkippe entsorgt haben. Sagt der erfolgloseste Terrorist aller Zeiten. Muss ich dich wirklich daran erinnern, was Arasaka mit dir gemacht hat? Nomaden werden nie verstehen, was es heißt, für diese Stadt zu kämpfen und zu sterben. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Macht Spaß? Ich hasse es, dass unsere Erinnerungen sich vermischen und ich mich verliere. Dieser Chip ist ein Riesenhaufen Scheiße. Was denn? Ich stehe nicht auf Platz 1 in deinen Charts? Du bist einfach nur ein arrogantes Arschloch. Mein echtes Problem ist, dass ich sterbe. Tod durch Verwandlung in jemand anderen. Das hast du nicht verdient. Danke. Wie fühlen sich meine Erinnerungen an? Was meinst du? Ich meine, außer dem, was du hörst und siehst, fühlst du auch, was ich fühle? Meine Erinnerungen? Wut, Bedauern, Bitterkeit, Angst. Weiß aber nicht, ob es meine oder deine Gefühle sind. Hast du Angst vorm Tod? Ich habe Angst vor verpassten Chancen. Wie Arasaka Tower? Wie du siehst, bin ich noch da. Und mit denen noch lange nicht fertig. Nein. Du erträgst es nicht, keine Kontrolle zu haben. Wenn du nicht das Sagen hast. Sei doch nicht albern, Weh. Ich bin weg. Bis dann, Kumpel.
Gut. So, wo soll ich jetzt denn nächste Busstation? Ach, da. So. Da. Ins Afterlife. Ein Date mit Panam. Bim, bim, bim. Ins Journal. Karte. Da oben ist Pink. Will ich mal ein paar Nebenaufgaben, dann kriegen wir die Kohle zusammen. Glänze wird sie in den Tieren sacken. Blitzi? Hey Rogue, ich hab die Kohle. Los, weg! Hab die Kohle für den Hellmann-Job. Gut. Anders Hellmann. Schieb die Daten rüber. Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Hm, wie ist das? Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten?
Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kantau. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaus Reichweite. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Mhm. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle. Hab im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell. Und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern. Nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg. Und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut. Und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Poma. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie, noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Wenn ihr Clan sie rausgeworfen hat, kann man ihr nicht vertrauen. Sorry, für Hilfe dieser Sorte zahle ich nicht. Wenn's dich beruhigt, sie hat sich selbst rausgeworfen, laberte was von Familie, Nomadenidealen, bla bla bla. Ehrlich gesagt, habe ich nach den ersten Sätzen abgeschaltet. Ich dachte, du weißt gern, mit wem du es zu tun hast. Ich weiß genug. Wenn jemand von Idealen faselt, geht es immer um etwas anderes. Meistens um Macht. Zum Glück weder mein noch dein Problem. Panam ist fähig und bereit, dir zu helfen. Mehr musst du nicht wissen. Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Sympathisch. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen noch nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Aber ja klar. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Autsch. Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Alles klar. Danke. Viel Glück. Hier war raus mit dem Laut hier drin. Oh je, yeah. Und wieder mal. Oh, komm schon, atmen. Oh. Jedes Mal dasselbe. Oh, wo muss ich an? Hallo. Panam? Hier spricht Vi. Vi? Was für eine Vi? Woher hast du überhaupt meine Nummer? Von Rogue. Ach, toll.
Verdammte Scheiße! Wie will die sadistische Schurle mich als nächstes ficken? Was zwischen Rogue und dir abgeht, geht mir am Arsch vorbei. Ich hab einen Job für dich. Gut, aber ich bin derzeit ausgelastet. Wegen der Ware und deinem Auto? Du willst sie zurück? Dabei kann ich dir helfen. Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Yay, Freunde für immer. So, wir gehen raus. Dann sagen wir, nehmen das hier da dran. Ja, jetzt nehme ich das Auto. So. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Ein Motorrad. Ich weiß. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Nein, danke. Das nicht. Irgendwie. Oh, Motorradfahren mag ich mir bisher gar nicht. Ich beeile mich mal. Abbiegen. Ah ja, Lachschaden, ich weiß. Da lang. Ah, geh schon wieder. Wer los sein kann. 270 und 50. Und abbiegen. Aufschieben. Mal gucken, ob ich neue Klamotten habe, die besser ist. Oh yes. Genauso gut. Nehmen wir das. Was drauf? So, ein neues T-Shirt. Warte mal, ich war eigentlich mit meinem Hemd hier eigentlich ganz zufrieden. Zwar nicht so gut, ist aber trotzdem gut. Mütze kann ich zumindest aufsetzen. Nein, kann man nicht aufsetzen. Ich habe die Frisur nicht gemacht. Diese sind die alle hässlich. Ich kann die Hose mal gucken. Oh ja. Und wie scheiße. Naja. Jetzt die Kaubelschule dazu. Gut. Hey, Panam? Du bist also wie? Also, wo ist mein Auto? Wieso? Was stimmt denn mit dem hier nicht? Ist nur geliehen, nicht meins. Ich hab gefragt, wo mein Auto ist. Versprich mir zu helfen, dann sag ich's dir. Scheiße, vergiss es! Ich lass mich nicht von dir verarschen! Sag mir, wo mein Auto ist! Hey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Und gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Muss mit einem Typen reden. Konzerner. Unterwegs in einem Konzernkonvoi. Nein,
Entführungen sind nicht mein Ding. Und um einen Konvoi zu überfallen, brauchst du viel mehr Leute. Es ist nur ein AV. Die geplante Route führt über die Jackson Plains. Fuck. Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Ja, die Ruhe, Arsch. Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Thornton zurück. Also, wo ist er? Ich dachte, es ging eher um die Ware. Scheiß auf die Ware. Mit meinem Wagen kann ich jeden Transport in der Stadt übernehmen. Ohne ihn kann ich gerade mal Pizza ausliefern. Wenn überhaupt. Dein Auto ist in Rocky Ridge. Du weißt angeblich, wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt. Ich dreh dir den Hals um. Ist Nash dein Schumba? Hat er dich abgezogen, oder was? Er ist nicht mein Schumba, verdammt. Okay, dann halt dein Partner. Das war er mal. Zumindest hat der Schiff so getan, als ob. Hat sich mein Wagen und meine Ware gekrallt. Will jetzt sicher beides in Rocky Ridge verkaufen. Aber das kann er sich verdammt nochmal abschreiben. Wirklich? Rocky Ridge. Auf geht's. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken. Fuck. Ja. Wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Na dann. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hinzulassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Boss, ich erledige das selbst. Gib mir bitte eine Chance. Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und wie oft habe ich dich dabei enttäuscht? Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe uns etwas Zeit verschafft. Was soll das heißen, Mark? Hast ihm was versprochen und er glaubt dir einfach so? Ja, warum so überrascht? Das nennt sich Ruf. Solltest dir vielleicht auch mal eins zulegen. Gibt eine Verantwortung, die ich brauche. Wer zum Teufel ist Boss? Wird uns hoffentlich keinen Ärger machen. Boss ist in Ordnung. Gehört zur Sixth Street. Du fährst für Gangs? Nicht erlaubt. Die brauchen jemanden, der ihr Zeug transportiert. Und ich brauche die Eddies. Also, wohin geht's? Aldecaldo-Lager. Muss Leute aus meinem alten Clan treffen. Scheinst nicht gerade begeistert. Nicht dein Problem, wie? Ich hab da noch Freunde. Weißt du, ich war früher auch mit Nomaden unterwegs. Echt? Sieht man dir gar nicht an. Ja, Becker-Clan. Ist eine Weile her, aber hat nicht wirklich gepasst. Also bin ich nach Night City. Dann haben wir ja doch etwas gemeinsam. Rogue hat deine Freunde erwähnt. Meinte, ihr kämt nicht mehr miteinander klar. Na, wenn Rogue das sagt, dann muss es ja stimmen. Tut es nicht? Du willst mich provozieren. Okay, schon klar. Nur ein bisschen Zoff. Sie sind trotzdem meine Familie. Also, ist es kompliziert? Könnte man so sagen, ja. Und die könnten uns helfen? In Rocky Ridge? Darauf baue ich. Cool, dann mal los. Spring rein. So, da fahren wir noch rüber. Das ist ein Pilz, aber das ist eine Packung. Nette Karre. Geräumig. Praktisch. Ach, sei einfach still. Bitte. Wie weit ist es bis zu diesem Lager? Nicht weit außerhalb. Wir nehmen die Neuen, Richtung Osten. Wie kam's überhaupt zu dieser Scheiße? Mochte die Farbe. Duftbaum und Kindersitz waren ein weiteres Plus. Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Was willst du denn hören? Dass mein Partner mich ausgeraubt hat und ich ihm das nicht durchgehen lassen kann? Dass mein Fixer mir die Arschkarte zugeschoben hat? Was ist denn mit dir? Wofür brauchst du diesen AV-Clown überhaupt?
Dieser Clown hat Infos. Die brauche ich. Und zwar bevor mir die Zeit davon rennt. Hat sie mir nicht gesagt, was sie über Nash weiß? Broke? Hab keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich kann die Schlampe echt nicht ausstehen. Keiner kann das. Ich glaube, das musst du sie selbst fragen. Oh, das werde ich. Bin besonders daran interessiert, warum sie mir Nash zugeschoben und ausgelassen hat, dass er ein Ruffin ist. Aber mal im Ernst. Du hast nicht gemerkt, dass Nash ein Ruffin ist? Nein. Der Wichser hatte sein Schifftrikot nicht an. Kriegst du denn nicht mit, wer in der Gegend ist? Die Raves, richtig? Bisher haben die fast nur Konzerntransporter unten am Highway 64 überfallen. Du kennst dich offenbar aus. Nomadenblut. Vielleicht wusste sie es nicht. Das glaubst du doch selbst nicht. Fixer wie sie wissen sowas. Rogue weiß sicher sogar, dass wir gerade über sie sprechen. Nash und ich waren nur Teil ihres Spiels. Ihres Plans. Mehr nicht. Rogue ist eine frigide alte Bitch. Ist so. Ach ja. Trotzdem hübsch hier draußen. Die Trostlosigkeit. Gut, das schon mal vor. Was denn? Sieh an, wen hat der Wind denn hier reingeweht? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ah, fickt euch doch. Und wer ist das? Babysitterin. Wie? Das sind Scorpion und Mitch, zwei alte Freunde. Hey, Leute. Hey. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Die Ruffen haben mich gefickt. Also fick ich zurück. Aber ich brauche eure Hilfe. Kommt mit. Wir machen sie kalt. Wir vier. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Ja, lass mal klären. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße! Ich fass es nicht! Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Paar Namen. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau. Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber... Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay. Dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Sieht aus, als hättest du nur mich. Enttäuscht? Weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Weiß Saul davon? Geht dich nichts an. Was, wie, wo? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Ja, vor. Hast du dich mit Saul versöhnt? Hallo? Kommst du zurück? Nope. Hannah, komm
Kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Also, und dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Jo. Pack's in den Kofferraum. Wir können los. Spring rein. Gesprungen. Ich war auch freu mich ja eh. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Im Moment nicht, nein. Aber wer weiß, was sich noch entwickeln könnte. Okay. Waren die beiden beim Militär? Spock und Mitch? Ja, Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Niedlich. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult. Und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Ach ja, Familie. Kann sich mit ihnen, aber ohne auch nicht. Okay, wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Weil jetzt ist schon wieder die Zeit um. Gestern war länger, heute mal kürzer. Und dementsprechend schau dich hier mal um. Boink. So, geh ich hier raus. Können wir sie noch laufen lassen. Komm schon, Shalom. Na, schalt er doch. Na, komm, lass zu Ende. So. Gut, da haben wir das. Das wollte ich haben. So, meine Damen und Herren, wir sehen uns morgen. Gibt es ein kleines Vierer-Duett. Mit Chaos, Elonia und mit mir und noch jemand dazu, wenn es Zeit hat. Noch ein bisschen Phasophobia. Mal sehen, wie lange. Wir wissen noch nicht genau. Aber wir lassen uns mal treiben. Haut rein, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.